Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Scrap Mechanic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin neu Xaro und wir legen auch gleich los. Schön. So, was machen wir heute? Heute bei Xaro baut, wir bauen etwas ganz Tolles, etwas, was sich jemand gewünscht hat, was aber etwas aufwendiger ist, weshalb ich schon mal ein bisschen was vorbereitet habe. Und zwar nämlich einen Wamm. Wamm. Ein Aufzug. Und zwar dieser Leberaufzug ist aber noch nicht fertig. Ich habe das Wichtigste an dem Aufzug noch nicht gemacht. Das andere hier, das hier so dieses Optische und das Hoch- und Runterfahren und so, das ist ja Pipifax inzwischen für alle. Das Wichtige ist eigentlich, dass man den Aufzug in verschiedenen Stockwerken rufen kann. Also sprich, ich bin im zweiten, hier wäre jetzt der zweite, das ist ja Erdgeschoss, im zweiten, ich drücke auf den Knopf und er kommt dann in den zweiten Stock. Das möchte ich heute machen mit euch. Da habe ich aber auch schon was vorbereitet, aber das zeige ich euch gleich. Und genau, also wenn ich jetzt hier drücke, der ist nicht angeschlossen, das funktioniert noch nicht. Und ja, was gibt es zu erzählen? Also man sieht hier, in welchem Stock er sich befindet. Man sieht hier, ob der Aufzug sich gerade bewegt. Und hier drin hat man auch seine Knöpfe. Hier sieht man auch, ich bin gerade im Erdgeschoss. Ersten Stock, zweiten Stock, dritten Stock. Wenn ich jetzt hier so drauf drücke, dann fährt der nach oben. Tada! Und er zeigt hier auch überall an, der Aufzug befindet sich gerade im zweiten Stockwerk. So, das Schöne ist, das mit dem Laden möchte ich euch auch mal kurz zeigen. Warte, dann machen wir mal hier wieder runter. Also man sieht hier so, oh, der Aufzug bewegt sich gerade. Ja, da. Mit den Türen muss ich mal noch gucken. Mich stört es ein bisschen, dass die Türen, während ich fahre, schließe. Das ist halt ein bisschen schade. Wenn er ankommt, passt es perfekt. Aber so passt es halt noch nicht. Das ist halt... Schneller geht eigentlich kaum. Ich bin noch am überlegen, wie ich das am besten löse, wie ich das am besten baue. So, ja genau, was gibt es noch? Also wir fahren jetzt mal nach ganz oben. Momentan ist es so, wenn ich jetzt hier ganz hier drücke, dann geht da nur ein Stockwerk hoch. Weil ich habe das so gemacht, dass jeder Stockwerk ein Computer, also ein Controller bekommt. Und der fährt dann so ein Ding aus, das zeige ich euch gleich mal. Einer geht noch. So. So. Genau, wir befinden uns jetzt ganz oben. Also hier ist auch Ende, hier geht es nicht weiter. Man kann hier schön runtergehen, mal hier so zeigen. Hui, ist das schön. Hui, ist das schön. Hui, ist das schön. Ja, und so weiter und so fort. Hier, durch diese Tür, kommt man in den Wartungsraum. Ich habe jetzt hier mal hier ein Loch reingemacht, aber rein theoretisch ist das hier zu. Also da, man soll hier als Passant da nicht reinkommen. Weshalb ich mir da was ganz Besonderes ausgedacht habe. Wenn wir ganz oben sind. Das ist schon ganz schön hoch. So, genau. Also wir sind ganz oben. Hier gibt es auch eine Luke, die geht aber nur von innen auf, also von der Dachluke. Und zwar gibt es hier einen kleinen Sitz. So, da ist man hier oben auf dem Dach von dem Lift. So, man kann auch hier den Aufzug steuern von hier aus. Und man kann hier auch so die Wartungsluke hier theoretisch aufmachen, die für den Lift. Aber die Besonderheit ist das hier. Hier seht ihr die Reihenfolge. Also ich habe ja hier mein Tresor-Funktion eingebaut. Sprich, wenn ich hier eingebe, was hier so an Bearings liegt, habe ich meine Wartungsmodus gestartet. Sprich, die Luke geht hier auf und die ganzen Türen gehen auf. Und ich kann hier rein, kann hier sehen und man sieht hier auch schon, wie das so unbedingt ungefähr funktioniert. Also sprich, wir haben hier immer ein Stockwerk, ein Controller und dann zweiter Stockwerk auch ein Controller, dritter Stockwerk auch ein Controller. So, und dann komme ich auch hier rein und kann hier gucken, oh ja, okay. Ja, hier sind die ganzen Funktionen, also man sieht, hier ist ganz schön was los. Und ich kann auch hier jetzt den Aufzug steuern, also ich könnte ihn jetzt hier runterfahren, hochfahren, was auch immer. Und ja, genau. Das ist jetzt eigentlich so der Gedanke, den ich jetzt halt so gebaut habe. Das hat halt einfach alles ein bisschen länger gedauert und ich wollte das nicht so machen wie beim Panzer, dass es wieder 6 Folgen dauert, bis dann das Ding fertig ist. Das ist Quatsch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange ich an dem gebaut habe. So lange ist es nicht.
Ich war, wann war ich fertig? Ich glaube, vor 4 Wochen oder so war ich mit dem Aufzug schon fertig gewesen, aber es standen noch so viele andere Sachen an. So, aber was ich heute gemacht habe, ist, dass hier diese Funktion mit dem Aufzug per Call zu, also per hier unten rufen, funktioniert. Also das habe ich vorbereitet, das ist das hier, das funktioniert eigentlich so wie mein Button-to-Switch-Knopf, nur ein bisschen anders da. Also man erkennt es ja hier, so wenn ich hier meinen Button hier habe, der aktiviert dann da Switches. Und zwar ist das jetzt, ich glaube, es liegt jetzt auf dem Kopf, oder? Genau, es liegt auf dem Kopf. Das hier ist ganz unten, also das, oder beziehungsweise das ist unten rufen. Und wir haben jetzt hier den obersten Stock, also da leuchten dann alle Lampen. Dann haben wir den zweiten Stock, da leuchten 2 Lampen. Und wir haben den ersten Stock, und da leuchtet nur 1 Lampe. So, und egal in welchem Stock ich mich befinde, also wenn ich jetzt zum Beispiel, der Aufzug befindet sich im 3. Stock und ich drücke auf Reset im Prinzip, dann kommt er ganz nach unten. So, bei den anderen Stockwerken wird es so funktionieren, dass die den jeweiligen Knopf kriegen. Also sprich zum Beispiel, der 3. Stock kriegt den Knopf, der 2. Stock kriegt den Knopf und der 1. Stock kriegt den Knopf. So, ganz einfach eigentlich. Ich hoffe, dass es auch so einfach funktionieren wird, wie ich mir das jetzt hier vorstelle. Schauen wir einfach mal. So, ich möchte natürlich, dass das Ding richtig rumsteht. Das Ding wird es auch zum Runterladen geben, also das Teil hier. Das heißt, ihr könnt euren Aufzug selber bauen, wenn ihr wollt. Aber das ist euch überlassen. Ihr könnt entweder den nehmen oder den nehmen. Dann könnt ihr auch sagen, ich brauche eigentlich nur, keine Ahnung, 2 Stockwerke und ein Erdgeschoss. Was auch immer, da könnt ihr damit dann hier ein bisschen rumspielen. Das gibt es auch zum Runterladen. So, dann stellen wir dieses nette Teil jetzt doch mal hier so hin. So, dass ich von vorne und hinten gucken kann. So, genau. Ich habe das hier jetzt noch nicht ausprobiert. Also ich weiß auch noch nicht, was ich tue. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ich habe absolut keine Ahnung, ob es funktionieren wird. Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. So, wir haben hier im Prinzip die einzelnen Stockwerke. Das sind eigentlich so die wichtigsten Knöpfe, glaube ich, oder? Ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, was ich hier nochmal gemacht habe. Das ist jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen länger her. Ich habe auf jeden Fall hier die einzelnen Knöpfe. Ich glaube, genau, das sind die Buttons im Aufzug. Die gehen direkt hier drauf. Sprich, wir müssen eigentlich nur das hier benutzen. Dann müsste es eigentlich dann in korrekter Reihenfolge funktionieren. Aber lassen wir uns überraschen. So. Dann machen wir das mal alles aus. Das verstehe ich nicht, warum jetzt hier auch Ohr steht. Das ist ja eigentlich Xor. Ganz komisch. Wir machen daraus. Jetzt muss ich aufpassen. Im Prinzip brauchen wir die Knöpfe, die im Aufzug sind und an den Außentüren nicht mehr. Beziehungsweise sie bleiben stehen, aber wir brauchen dann im Prinzip diese Button-to-Switch-Kombi hier nicht mehr. Die kann dann eigentlich weg. Genau. Ich mach das jetzt mal. Mach ich es jetzt weg? Oder warte ich erstmal damit? Ich muss jetzt vorsichtig sein, weil ich will natürlich nichts kaputt machen. Aber ich glaube, ich kann es wegmachen. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. So, wir machen jetzt einfach mal die hier jetzt weg. So, dass ich mit dem Aufzug keine Befehle mehr erteilen kann. Also das können wir jetzt auch mal ausprobieren. Normal müsste jetzt einfach nichts passieren. Genau, es passiert einfach nichts. So. Das ist doch schon mal schön. Okay. Jetzt haben wir hier unsere Knöpfe. Sprich, jetzt muss ich aufpassen. Ich habe das auch farblich so ein bisschen ansortiert. Das ist jetzt theoretisch 0. Also ganz unten. Da passiert gar nichts. Wir haben dann hier die Reihe, genau.
So, und wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte in den ersten Stock, dann geht hier das erste Licht an. Sprich, dieser hier muss in den ersten. So, dann fährt er auch schon gleich hoch und müsste eigentlich, genau, sofort stehen bleiben. So, dann ist das hier der zweite Stock und das hier der dritte Stock. So, probieren wir es mal aus. Ich möchte jetzt in den zweiten. Schau mal. Genau, dann fährt er in den zweiten. Was wäre, wenn ich jetzt auf den ersten drücke? Aha, er fährt wieder runter. Aber nur ein Stockwerk. Okay. Jetzt drücke ich mal den höchsten Stock. Genau, er fährt ganz nach oben. Und ich gebe ihm jetzt mal den Befehl, ganz nach unten zu fahren. Schauen wir mal. Funktioniert. Jetzt gebe ich ihm wieder den Befehl, ganz nach oben zu fahren. Da gehen auch immer alle dann an. Okay, ja, also das funktioniert schon mal. Oh, das funktioniert sogar besser, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. So. Okay. Also hier zweiter Stock. Passt. So, dann gehen wir wieder ganz nach unten. Ja, wunderschön. Wunderschön. Da kann man sich echt nicht beschweren. So, jetzt haben wir hier den untersten Stock. Sprich, dieser Knopf hier ist mit dem gleichzusetzen, wo der Schwarze sitzt. Also den ganz linken hier. Das ist hier, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Dahinter ist ein Controller, also ein Logikgate. So, wir fahren ihn jetzt mal auf den ersten Stock. Und hier ist jetzt der unterste Stock. Also das funktioniert schon mal. So, hier haben wir genau dasselbe. Also der hier muss auch hier hin. So, dann können wir jetzt hier einfach mal die restlichen machen. Sprich, der hier geht in den zweiten, beziehungsweise den ersten. Der hier geht in den dritten. Und der hier geht in den vierten. So. Jetzt sollte das ja schon mal funktionieren. Eigentlich. Aber abwarten. So, erster. Fahren wir mal ganz nach oben. Dritter Stock. Sind wir ganz oben? Ja, das ging jetzt aber zügig. Ich möchte jetzt in den ersten Stock. Ich möchte in den zweiten Stock. Ich möchte ganz nach unten. Super, also das funktioniert auch schon mal sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. So, ja, dann machen wir jetzt die einzelnen Stockwerke. Sprich, das hier ist der zweite, also beziehungsweise der erste. Da müssen wir mal aufpassen. So, das ist der erste, also der geht auch hier drauf. Dann haben wir hier den nächsten, der geht hier drauf. Und der ganz obere, der geht hier drauf. Sprich, ich kann jetzt hier ganz nach oben mal gehen, also zu Fuß. Weil ich jetzt gerade zufälligerweise im dritten Stock in meinem Badezimmer war. Und jetzt sage ich Aufzug. Ich möchte nach unten fahren. Bitte kommen. Jetzt leckt es gerade ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Aber das überprüfen wir gleich. So. Yeah! Und da ist der Aufzug. Und ich möchte jetzt eigentlich ganz nach unten, weil... Jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, vielleicht hat da irgendwas gehakelt. So, und dann bin ich ganz unten. Einwandfrei. Also ich würde sagen, das funktioniert auch schon mal sehr gut. Besser, als ich erwartet habe, ganz ehrlich. Und jetzt kann man hier drin ein bisschen aufräumen. Ich muss aber echt aufpassen. Also das hier kann weg, weil das war ja meine vorige Funktion. Das ist sehr gut. Das wird nämlich dann ein bisschen alles entlasten. Also ich versuche das jetzt alles ein bisschen hier ressourcensparender zu bauen. So, jetzt müssen wir gucken. Genau. Also das, die Dinger hier sind immer die Türen hier. Also das sind die Türen. Das sieht man auch hier. Die sind dafür zuständig. Und das hier sind die Teile, die den Lift heben. Einmal vorne, einmal hinten. Ich wollte relativ viele haben, weil der Lift ja doch recht schwer werden könnte. Ich glaube, es wäre sogar einzeln gegangen. Aber lieber so. So, was haben wir hier nochmal?
Ah, genau. Das Ding hier ist für die Klingel zuständig. Also dieses Ding-Dong. Genau. So, und diese Klingel, die wird nicht damit gesteuert, sondern in jedem Stockwerk befindet sich ein Sensor, der die Timer auslöst, beziehungsweise abklingen lässt. Die sind dauerhaft aktiviert. Und genauso funktioniert das mit der Tür hier. Und hier haben wir den Code, der oben auf dem Dach ist, für die Wartungsluke. Wenn alle Lichter aktiviert sind, dann geht der in Wartungsmodus. Man kann das auch umprogrammieren. Hier, das ist der NAND. Sprich, wenn ich will, dass der erste zum Beispiel nicht aktiviert ist, dann stelle ich den auf NAND und dann geht der auch aus dem Wartungsmodus raus. So, dann gehen wir wieder auf dem Dach, aufs Dächchen. Ganz nach oben. Oh, das ist ja schön. Das leuchtet jetzt nur komplett, weil wir im Wartungsmodus sind. Das wird dann gleich ausgehen, wenn wir den Wartungsmodus wegmachen. Das zeige ich euch gleich. Ich hoffe, dass dann das Gelecke nur davon herkommt. So, Wartungsmodus aus. So. Hell! So, okay. Da kommt er nach unten. Voila! Ist das geil. So, dann stimmt das auch hier innen wieder. Ich möchte den zweiten! Wuhu! Das ist hammermäßig. Das hätte ich jetzt absolut nicht erwartet, dass ich das jetzt so schnell so gut hinkriege. Voll cool. Ja, ich weiß nicht. Die Knöpfe braucht man eigentlich somit auch nicht mehr, oder? Genau. Dann können wir die auch wegmachen. Das ist auch nochmal so ein bisschen Ressourcen sparen. Was haben wir noch? Ich schaue jetzt hier mal so ein bisschen durch, was wir so wegmachen können. Genau, das hier ist wichtig. Das ist für die Türen zuständig. Also sprich, das ist der unterste, zweite, dritte, vierte. Genau. Da kann man nichts machen. Ja, und das kann man auch nicht ändern. So. Aufzug, bitte kommen. Farblich könnt ihr das dann so gestalten, wie ihr lustig seid. Das ist natürlich klar. Ich möchte in den dritten. Ach nee, das ist ja der zweite. Verdammt. Ich muss mir das mal merken. So, das ist der dritte. Ich möchte in den dritten. So, und jetzt springe ich einfach mal hier runter. Keine Ahnung, geh mal in den zweiten Stock. In den ersten. So. Und dann kommt der Aufzug in den ersten Stock. Voila! Das hat Xarok gut gemacht. So, würde ich sagen, machen wir hier noch so ein. Hier so. Schriftzeichen. So, ja, leider komme ich da so nicht hin. Ich möchte das ein bisschen aus der Ferne machen, damit ich das besser sehe. Nicht so. Eins. Eher so, oder? So. Erster Stock. Die zwei kriegen wir noch hin. Ist hier hin, oder? Muss mal gucken, dass wir die irgendwie sparsam machen, die zwei. Weiter. Ja, das ist doch eine schöne Zeige. So, und die drei müssen wir leider von oben machen. Oder? Was auch geht. Mein Fass hüpfen. Fass hüpfen. Machen wir denn hier sowas? So, zwei. Und die drei müssen natürlich unbedingt dabei sein. Warte mal. Ja. So. Nee, eins kann man noch runtergehen. Okay, dann müssen. Ah, nee, ich meine. Genau. So und dann. So. Machen wir hier vielleicht so. Ah. Ist nicht gerade die schönste drei. Vielleicht doch so. So.
Wie sieht besser aus? Dann machen wir es halt so. 3, genau. So. Zack, 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 zack. Zack. So, schauen wir mal nach. Jo, passt. E, 1, 2 und 3. Wunderschön. Oh, ist das toll geworden, Leute. So. Ja. Das, ja. Weiß auch nicht. Das war's dann auch schon. Also, wie gesagt, oh, da sehe ich gerade noch einen kleinen Fehler. Im ersten Stock. Echt, war das der erste? Ne, ich glaube. Ah doch, ja genau, hier. Hier ist ein kleiner Fehler noch drin. Ein kleiner Baufehler. So, jetzt stimmt's. Genau. Hier auch? Warte mal. Hier stimmt's auch noch nicht. So, jetzt. Hey, das stimmt ja komplett noch nicht. Jetzt habe ich da eine Lücke gelassen. Das hat noch nicht ganz gepasst. So. Jetzt passt's. Schauen wir mal hier. Schauen wir lieber nochmal kurz durch, ob es wirklich überall passt. Hier, ja, genau. Hier war auch so. Habe ich das überall so gemacht? Hm. Jetzt schaue ich mal oben nach. Vielleicht habe ich das überall so gemacht. Weil daneben ja dann die Wand ist. Hm. Hier habe ich es nicht so gemacht. Okay. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Dann habe ich da einfach irgendwo was vergessen. So. Kommt hier auch meine Mauer hin. Das könnt ihr natürlich auch anders da machen, wenn euch das nicht gefällt oder was auch immer. Da kann man ja flexibel sein. Man kann auch das drumherum alles komplett wegbauen und nur den Aufzug hinstellen. Ich habe gedacht, zum Aufzug gehört einfach auch eine Treppe dazu. Viele bauen ja dann immer einen Aufzug. Nur mit dem Aufzug geht natürlich auch. Aber ich finde, es gehört einfach eine Treppe dazu. Ich weiß nicht. Oder was meint ihr? Ich finde, es gehört einfach dazu. Weil wenn der Aufzug mal nicht geht, sollte in dem Spiel jetzt nicht passieren. Aber wenn, dann muss man ja die Möglichkeit haben, auch noch mit der Treppe gehen zu können. Und wenn es natürlich brennt, ja, dann darf man keinen Aufzug fahren. Ja, ja, so ist das. So, dann können wir das hier auch wieder zumachen. So, dann ist der gute Aufzug fertig. Ja, das hat auch super funktioniert. Also, ich bin begeistert, wie schön das geklappt hat. Und ich bedanke mich vielmals für diese Idee. Und ich kann ja mal nachgucken, wer diese geile Idee hatte. Warte mal. Zettel. Da. Hab's gleich. Nein. Hey, hier steht gar nichts vom Aufzug. War das dann meine Idee? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Wenn es meine Idee war, dann war es meine Idee. Wenn es von jemand anderem die Idee war, dann kann der sich ja gern melden. Hm. Doch, das war eine Idee, weil er gesagt hat, den Namen möchte ich jetzt nicht sagen, aber der hat nämlich gesagt, dass jemand anderes schon etwa 30 Folgen gefühlt für den Aufzug gebraucht hat. Genau. Also das war auf jeden Fall jemand anderes gewesen. Stimmt. Naja, genau. Naja, aber ist ja auch wurscht. So, also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt was mit dem Aufzug anfangen. Bitte teilt dieses Video, bitte bewertet dieses Video, also mit einem Like. Und wenn ihr euch den Aufzug holt und ihn gebrauchen könnt, dann lasst doch dort auch eine Bewertung dort in Steam. Und ja, würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.